Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Blade & Soul. Immer noch mit G. Hallo. Und einer, die jetzt wegrennt, ist auch besser für sie, denn die vertreibt hier die ganzen Kunden für uns. Die geht selber gerade arbeiten. Und ich habe meinem Kleinen hier eine neue Ausrüstung, Arbeitskleidung? Das ist Arbeitskleidung, genau. Du hast jetzt Arbeitskleidung bekommen, damit er jetzt die Kunden anziehen kann. Und damit die ihn ausziehen. Na, auf jeden Fall, weil über deinem Kopf steht jetzt sorgenvoll. Ach du Scheiße. Bei mir steht da tatsächlich Death Touched. Ich habe zwei Co-Moderatoren dabei. Ja. Der eine liegt auf meinem Schoß, die andere tänzelt gerade grazil über die Tastatur. Mhm. Also so an den Seiten vorbei. Ich sollte mich das nicht mal wieder anmachen. Vor allen Dingen, hier sind Haufen Riesenkerle. Wieso hast du dich bei denen noch nicht angebiedert? Boah, ja, tut mir leid. Das ist so früh am Morgen. Ich kann doch nicht von morgens bis abends arbeiten. Natürlich kannst du das! Können wir jetzt mal endlich anfangen? Was soll denn das? Du kriegst deine Salbe heute nicht, wenn du nicht endlich mal ein bisschen arbeitest. So! Müssen wir hier rein? Oder waren wir da? Wir waren da, glaube ich, drin. Ich habe keine Quest mehr dazu. Oh, guck mal hier, ein neuer. Wo kommt der her? Was hat der vor? Ahnung. Lass uns hochgehen. So, wir gehen mal zu. Ja, wir gehen hoch und geben die Quest. Ooyong. Well. Komm jetzt mit. Und hör auf, da mit den Leuten rumzuflirten. Der bezahlt uns doch nicht, der Idiot da. Und ich muss den dann wieder mit der Axt töten. Ist das der Beutel? Er stinkt. Was für ein Beutel? Oh, ist mir übel. Den wir aus den Landungen haben. Da hat die Teutonin heimlich rein. Ja, auf jeden Fall. Also, eine Socke, Bumbaks Hundemarke. Nein, wie alt ist dieser Klops? Wo ist der Brief? Ich glaub's nicht. Also haben wir den Brief nicht? Toll. Haben ihn die Nattern, könnte ihn schon die schwarze Ramme haben. Wenn die Ramme unseren Plan kennt, wird sie sofort angreifen. Wir dürfen das Bambusdorf nicht ungeschützt lassen. Wir können nicht ausschließen, dass der Brief noch hier irgendwo ist. Ich durchsuche das Gebiet. Geht ihr für mich zum Kloster Stillbach? Vor allem, sie sagt, sie durchsucht das Gebiet. Ich wette, die bleibt jetzt einfach nur stehen. Erklärt Sung Shinha die Ich komme nach. Hast du erwartet? Ja, das ist. Wenigstens hat es uns reichlich Erfahrung. Komm mal zu der Nase hier, wir kriegen unsere allererste Dungeon Quest. Und zwar eine Dungeon Quest, wo wir nicht einfach in den Dungeon reinrennen können. Und das heißt? Ich bin ja schon Gruppenleiter, aber wir gehen jetzt in den sogenannten Cross-Server-Dungeon. Das heißt, da kann man auch mit Leuten aus anderen Servern zusammenspielen. Wir sind jetzt auf Windrest. Wir sind auf Windrest, falls irgendjemand fragt. Windrest! Dem englischen Server. Ah. Und, meine Katze backt gerade schon hinterher. Und warte, das mach ich. Du musst einfach nur zustimmen. Ja. Ah, oh mein Gott, das ist jetzt sehr schwer. Oh mein Gott, erstmal die ganzen Pros und Kontras abwägen. Also wenn ich da jetzt reingehe, dann könnte ich den Kleinen verlieren. Und wenn ich nicht reingehe, naja, vielleicht kriegen wir was. Die endgültige Entscheidung des Gruppenanführers wird abgewartet. Sag mal, hier ist ja schon wieder eine, die uns das Geschäft madig macht. Die soll sich Ihr seid nun der Gruppenanführer. Wieso bin ich jetzt der Gruppenanführer? Bist du nicht. Da stand. Ach so, weil du jetzt schon weg warst und ich noch da. Deswegen haben sie mich jetzt schnell zum Gruppenanführer gemacht. Wie in EOS, wenn du mal kurz rausgehst. Ja, genau. Boah, sind wir cool! Ernsthaft? Ja. So, und zwar haben wir die Quest für Addas Nest bekommen. Ihr habt Nattern Nest ausgewählt. Und jetzt warten wir auf andere Opfer, oder wie ist das? Müssen wir jetzt auch bereit drücken, oder? Ja, klicke bitte auch mal bereit. Ach so. Dann kann ich erst, Ach so. Jetzt suchen wir nämlich nach weiteren Gruppenmitgliedern. Stehen die dann auch so cool hinter uns? Hm. Geil. Aber hier steht, wer vor mir, dann knallt's. Geht gar nicht. Ich bin die geile Olle mit der Axt. Die sollen bitte alle dämlich im Hintergrund rumstehen. Und irgendwer verdeckt meinen Kleinen. Aha. Und jetzt suchen wir 10 Stunden, ja? Normalerweise geht es schneller. Aber wir schlafen wahrscheinlich alle noch. Nö, ist ja erst 16.20 Uhr. An einem Samstag. Ja. Ja gut, macht Sinn. Vor Gott sagen, hä? Zahl, ja, aber Addas Nest? Gruppenanführer, der Kleine. Wenn niemand will mit uns nach Addas Nest. Die hassen dich.
Ja, wahrscheinlich. Nein, oder Quatsch. Das liegt an dir, weil du vorhin mit der Axt völlig hingewiedelt hast. Nein, das war nicht. Das gehört zu meinem Charakter. Ich bin impulsiv. Und rachsüchtig. Ja, aber zumindest ein oder zwei weitere brauchen wir. Also wir müssen jetzt keine Sechser-Dinge ins Volk kriegen, aber zwei mehr brauchen wir nicht. Hm? Ja, hast du währenddessen irgendwas Nettes zu erzählen? Och nö, das wir gucken jetzt einfach der Uhr zu. Guck mal, ist das spannend. Ja, Spaß. Draußen fährt bei mir ein Motorrad vorbei. Vielleicht hört man's ja. Ja, ich hab's gehört. Wahnsinn, dann hören's auch die Zuschauer. Wie cool. Gruppenmitglieder anwerben. So, dann wirb mal an, mein Kleiner. Was haben wir denn geübt? Stell dir mal vor, man geht da mit so einer Gruppe Kampfteutoninnen rein, ne? Also alles so eine Kampfamazonen, dann stehen da so fünf Weiber mit so einer Axt. Das wäre doch mal episch. Gibt's tatsächlich für einen der anderen dann, wenn man da Leiste guckt, Tomb of Dexter, das ist der zweite Lila, ne? Der zweite was? Ach, der zweite Lila, ne? Der zweite Lila-Farbe, der oben, der obere. Ja, ja. Da gibt's tatsächlich ein Achievement, wenn man halt mit einer reinen, also wenn du quasi sechs Leute von der gleichen Klasse hast. Mhm. Sehr cool. Ach, stell dir echt mal vor, sechs so eine Weiber mit so einer Axt stehen da. Wahnsinn, oh Gott, wenn man mit so einer ganzen Gruppe. Oh, Seuchensenker hast du jetzt mit drin? Ja, ich habe ihn. Ja, das geht auf einmal, oder was? Ach, das ist ja noch so ein kleiner! Das ist ein Oku. Das ist aber trotzdem so ein kleiner. Oh, wo ist denn eigentlich deine Katze? Guck mal. Die ist nicht mit dem Ladebildschirm. Um den fliegen seine eigenen Preisschilder rum. Mensch. Na, den kleinen können wir doch auch rekrutieren. Das mache ich dann gleich klar im Dungeon. Eine mal, aber wir sind zu dritt, das reicht. Wieso machen wir jetzt Seuchensenke? Ja, wir müssen jetzt die Seuchensenke machen, aber wollten wir ja sowieso. Reise zum Verlies. Weil, wenn wir Glück haben und der Kleine ist genauso doof, dann kriegst du das nächste Rezept, wenn wir eins finden. Ach so. Aber wir haben doch die Seuchensenke beim ersten Mal auch einfach mit, Ja, wir sind auch gerade durch Eddas Nest durchgelaufen, aber nur gegen Duras Schwester gekämpft. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Das ist die Plattform für Crossover. Komm mal hierher. In die Quest. Okay. Und jetzt gehen wir da rein. Wo ist der andere Kleine? Ach, da ist er ja. Oh. Wer ist denn Jivan? Dann. Ach so, die weg ist, ne? Na toll, das ist ja mal voll der Spoiler. Ich hab nur ein Bild bekommen, weil sie irgendwann nach meiner Katze vorkommt. Ach so, ich wollte gerade sagen, weil wenn sie sogar ein Bild hat und nicht nur vom Hörensagen mit sie ist tot erwähnt wird, dann... Gut. Ne? Dann ist sie ja... Haha, der Was Kleine hat hier? Genau die gleiche Stimme wie meine Tunte. Ich will der Dingens. Kann ich die nicht einfach so verprügeln? Ich weiß, aber ich bin zu faul. Hol die mal alle bitte. Also nicht zu viele. Weil ja. Wer hat denn hier den Feuer. Wer von euch hat den Feuerlöscher in der Hand? Wir haben beide. Ach, der hat den. Der schießt ja auch die ganze Zeit. Ach so, stimmt, der ist ja nicht. So, na dann komm mal her. So. So, sehr gut, sehr gut. Nimm ich mir jetzt auch ein. Und wie schwerst du dich denn, Katze? So. Haben wir vorhin noch eine Quest? Nee, ne? Ach, die rennen ja jetzt weg. Genau, wir kriegen jetzt Gruppe 4. Gruppe 4. Hab ich doch gerade. Drück mal bitte. Ah! Combo-Attacke in 3, 2. Ich hab. Ne, die habe ich schon benutzt. Sollst du was sagen? Ja, du siehst Nein, es doch, sehe ich nicht. Mache. Ich muss auf meine Tasten auch gucken, tatsächlich. Jetzt könnte ich eine Combo-Attacke. 3 Sekunden. Kann losgehen. 3, 2. Warte. Ja? Okay, hab ihn.
ich kann rammen. Ach, scheiße. Sehr schön. Okay, dann holen wir uns mal die Kiste vom Rand. Da hat leider kein Döns. Aha. Hallo Taube, danke. Achso, jetzt hatten wir nicht vor verwürfeln können. Ja, genau, aber ist ja nicht schlimm, dass wir jetzt. Du leckst gerade. Auch. Also, ich verstehe kein Wort. Ach Mann. So, dann geben wir hier die Quest wieder ab. Ja, du auch. Du leckst auch. Ich verstehe kein Wort. Wer ist denn der Typ? Was machen Sorgt die hier? Lager, um Schatzmeister? Ah, okay. Bei mir sind eure liebsten Dinge absolut sicher aufgehoben. Ich glaube, das ist ein bisschen pervers. Wieder. So, das ist eine Daily-Quest. Ja. Die hier steht normalerweise, wenn du dich an sie erinnerst, in Jades Jadestone. Ne, ich muss gerade noch kurz was gucken. Moment. Ich räume mal ein bisschen Sachen weg. Warum musst du das unbedingt im Cross-Server-Dungeon machen? Wir sind gerade in der Welt zwischen den einzelnen Servern. Ja und? Ich kann ja trotzdem auf mein Lager gerade zugreifen. Na, hab ich da jetzt. Wieso ist das ein Problem? Nö, mach nur. Na, bin doch jetzt fertig. Wieso? Was ist denn? Jetzt müssen wir wieder in die Lobby müssen. Nee. Wir müssen jetzt wieder in die Dungeon Lobby und ich hab keine Ahnung, wie man das jetzt gut macht. Ja, dann stellen wir uns doch einfach mal hier hin und weinen. Ihr seid nun der Gruppenanführer. So. Am besten du kommst jetzt auch in die Dungeon-Lobby zurück. Hä? Warte mal, um zu Verlies-Lobby verwendet? So, dann müsstest du dich jetzt nicht mal selber anmelden, vielleicht klappt's ja so. Hä, was muss ich denn jetzt machen? Zurück. Steuerung V. Steuerung V. Ja, und wie? Achso. Dann mal die Liste und jetzt wieder Adder's Nest bitte auswählen. Genau. Ach, das Nattern-Dingens. Du willst doch nicht mehr in einer Gruppe, aber es sollte funktionieren. Wo findet man das? Ah! Ach da, Nathan ist. Wir rekrutieren gerade. Ich bin gerade hingeportet worden. Das heißt, ich habe keine irischen Schirm. Also, ich habe jetzt Nathan ist angewählt und mache jetzt gerade Gruppensuche. Muss ich nämlich zurückkommen, weil ich bin direkt zu einer Gruppe geportet worden, die gerade sucht. Warte mal eben. Wartest du immer noch? Das ist ja. Oh, jetzt ist ein kleiner bei mir. Ja, das bin aber nicht ich. Ja. Nee. Noch einer. Zwei. Warte. Eintreten wird vorbereitet in 2, 1. Scheiße. Aber ich will mit denen nicht. Fremden. Ich will nicht mal mit mir mitlaufen. Ihr seid Unterführer wurde gewechselt. Wir sehen jetzt nur deine Sicht. Weil ich stehe dir wieder an. Und du lagst wie Sau. Ach scheiße, gab's da jetzt draußen wieder eine Quest? Ach Mann. Eine Feldquest hat begonnen. Was ist eine Feldquest? Das ist die Quest im Dungeon bekommst und nur im Dungeon abgeben kannst. Achso, oh Gott sei Dank. Aber ich habe draußen nichts angenommen. Kann ich hier nochmal raus? Wieso? Ich bin doch voll die zu zweit in Adder's Nest. Essen. Na danke, dann geht der Drecks auch noch offline. Okay, mit wie vielen bin ich denn jetzt? Jetzt kommt mir vor, als wären wir hier mit 8 Leuten.
Ach so, diese NPCs kommen mit. Ah. Aber ich bin hier mit Level 17, mit Level 20 und Mim. Ja, und ich halt. Meine Schönheit. Der Werker, der Ischen, was ist das? Ein Assa, der ein Rauchenpreisschild im Gesicht hat. Dann schauen wir mal. Wie erkennt man die Auch alles drauf, weil das rot ist. Die Dungeons, muss ich sagen, sind extrem hektisch. Die haben beide, das sind beide welche mit einer Katze. Deswegen habe ich das Gefühl, wir sind so viele Leute. Hier rennen noch zwei Katzen rum. In diesem Part wurden keine Katzen verletzt. Oh, der eine heißt Kali und der andere heißt Fidi. Die gehören doch zusammen. Also die Katzen. Kadi und Fidi ist ja niedlich. Warte, Mutti kommt schon und rettet euch! Und danach werde ich euch alle für mich arbeiten lassen. Ihr kleinen Kotzkrücken, na komm mal her. Ach, da ist der Dura. Hallo, Durazell. Meine sind so blöd, einen Dungeon zu betreten. Macht Flashlight. Yay, wir haben es geschafft. Wir kriegen Bällchen und Heiltrank. So. Das ist lustig. Und jetzt? Nix. Du hast eine Kiste von der Feldquest bekommen haben. Ich habe mehrere Kisten mittlerweile, die sollte ich vielleicht alle mal aufmachen. Treasure, weil die Frau der Dura heißt. Und da ist das Ding drin, was wir brauchen später zum Verbessern. Das war eine Frau? Hat man nicht gesehen, ne? Das war doch ein Kerl. Ja, nicht alle Berserkerinnen sind wie du. So, schauen wir mal. Belohnungskiste, Beute der Riesenpestzecke. Hier, Beute von Dura. Ach so, da ist dann mit Wahrscheinlichkeit, kriegt man dann verschiedene Sachen. Da ist eigentlich immer ein Ring drin. Ja, mal schauen, was ich krieg. Ein Ring und ein versiegeltes kritisches. Ja, das Schild kannst du kaputt machen, aber den Ring brauchen wir für den Durchbruch beim Ring, den wir haben. Das kommt noch, das kannst du tatsächlich im Konto packen, aber wir haben halt die Quest dafür bekommen, also machen wir die jetzt. Und ich hab noch. Ich mach grad mal die anderen Kisten alle noch auf, aber mein Inventar ist schon wieder voll. Kannst du dir Zeit im Kopf aber dann lassen? Ich brauch noch zwei, drei Minütchen. Wieso braucht ihr so lange? Bei mir wird das total easy mit meinem Leben. Ja, so. Nee, das ist die Sache, dass ich nicht der Tank gerade bin. Beziehungsweise meine Katze. Haha, an ihre Gruppe verlassen. So, ich will nicht mit euch in einer Gruppe, lasst mich in Ruhe. Möchtet ihr zur Verlies-Lobby reisen? Ja. Soll ich zur Verlies-Lobby reisen? So. Wechsel zur und Lobby. Jetzt, kannst du ganz unten, da sind so komische Masken, ganz unten links, die Lobby wieder verlassen, dann landest du wieder genau da, wo du vorher warst. Ah ja. Juhu, dann mal ganz schnell zurück. Deine Katze verprügelt gerade den Boss. nee, wir sind halt zu fünf, aber die anderen sind nutzlos. Meine Katze hat den Boss gekillt. Oh, da kriegt man nochmal einiges und jetzt steht sie, ohne Scheiß, es ist so cool, wenn meine Katze den Boss killt und sie sitzt gerade drauf und kratzt das Gesicht. Derjenige steht nicht wieder auf. Ach, ich war ja meine Katze. Ah. Oh. Meine Katze kann fliegen. Ich habe nämlich genau auch diesen Ring bekommen. Na, unser
ganzes Gedöns hier aufwerten. So. Aber das Gedöns ist doch. Wir müssen uns jetzt mal wieder mit so ein bisschen Ramsch eindecken. Ich sage Sie dazu, Co-Moderator. So, danke schön für dein Gedöns. Ist irgendwo so ein, nee, so ein Lager-Dingens? Okay. Und wer ist die hier? Oh, ein R. Bei den meisten sieht man das einfach nicht so gut. Nee. Oh, ey, das ist so nervtötend. Was soll denn das? Ich warte auf dich. Ja, seid ihr durch? Schon durch? Ich habe gerade mir auch meine Kisten aus. Ja. Oh, und Pablo ist echt schwer. Und jetzt wird mein Bein gerunter. Hier runter. So kommen sie in Pablo's Karte. Wir können dann theoretisch erstmal den Part beenden. Wir sind schon über 20 Minuten. Ach, ja, wir sind schon über 20 Minuten, also. Ne, wenn wir jetzt eh, dann haben wir die, in diesem Part haben wir dann die Dungeon mal gemacht. Mit der Gruppe. Weil Chimi mich nicht wollte in ihrer Gruppe. Ja, mit Fremden. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie man als Gruppe wieder zurück in den Cross-Server-Dungeon zurückkehrt. Nein, unsichtbare Wand! So, wo bist du? Ja, eigentlich wäre ich auf dem Stein da übelst cool gestanden. Aber ist ja. So. Was ist los? Hast du ein Problem? So. Yay. So, da sind wir wieder in der Gruppe, ne? Ja. Hast du was verdient? Her damit. Gib die Kohle her! Gib sofort die Kohle her, du kleines Miststück! Wir müssen jetzt dann auch langsam mal los, ne? Na, im nächsten Part dann. Wohin? Wir bleiben ja nicht hier, wir haben ja. Ach ja. Ich schmeiß den Garten von meinem Kopf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.